Aloha, lieber Löwe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den Februar. Und wenn dich interessiert, was denn die Karten hier tendenziell für dich so vorhersagen, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello, lieber Löwe. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den Februar. Wenn du den Löwe in deinem Sonnenzeichen, Mond, Venus oder auch Aszendentzeichen hast, und selbstverständlich bist du hier auch genau richtig, wenn du als Crosswatcher auf einen Löwen schaust. Wie du siehst, habe ich hier auch schon die Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die genaue Beschreibung der Karten als auch die Verlinkung zu den Verlegen findest du wie immer in der Infobox, so auch weitere Informationen über meinen Kanal. Wie immer werde ich mit dir zusammen hier eine Orakelkarte springen lassen und werde jetzt eben nach meinem großen Blatt hier einmal mit den Lenny als auch Tarotkarten das hier auslegen für dich und dann sehen wir uns gleich wieder. So, lieber Löwe, willkommen zurück. Wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt schon für dich ausgebreitet. Sehr interessant. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit dir zusammen hier eine Karte aus den Seelenpartner 2.0 Karten von den Home of Love Karten springen lassen. Und dann gucken wir jetzt mal, was ich denn hier zeigen möchte. Für den Löwe im Februar. Was zeigt sich für den Löwe im Februar? For the Leos. Was zeigt sich? Ne, ich will eine Karte, bitte. Einfach nur eine Karte. Wow. Ne, wir haben sie immer noch nicht, weil da haben sich auch wieder drei umgedreht. Ich möchte eine Karte. Ganz klar. So. Da haben wir sie. Und wir haben die Warnung. Krass, sei wachsam, achte auf die Zeichen, denn sie warnen dich. Negative Gefühle. Ja, lieber Löwe, du solltest hier unbedingt auf deine Gefühlsebene achten und auch darauf, dass deine Gedanken nicht ins Negative abrutschen, sondern dass du dich immer wieder dir das klar machst, in welche Richtung deine Gedanken abgehen und dass du dich halt hier nicht in einen Abwärtsstrudel begibst, sondern hier es immer wieder schaffst, durch Selbstreflexion, durch bewusstes Wahrnehmen deiner Sinne und durch immer wieder kleinere Pausen auch im Alltag dir bewusst zu machen, wie denkst du denn gerade über dein eigenes Leben und eben auch, welche negativen Gefühle wollen denn hier in dir gesehen werden und auf was weisen dich denn diese Gefühle hin? Ja, okay, also die Karte hatten wir schon ewig nicht mehr und von daher ist diese Warnung hier auch auf jeden Fall dann für dich berechtigt. Also wir haben hier noch im Outcome einmal die Waagschalen und wir haben hier die 8 der Münzen. Und ich nehme das hier so wahr, dass hier auch etwas in die Balance in deinem Leben kommen möchte. Vielleicht hat es auch hier etwas mit deinem Arbeitsleben zu tun. Das kann für einige wirklich der Fall sein. Und wenn es hier jetzt nicht direkt so dein Job ist, weil du vielleicht schon 100 Jahre in Rente bist oder vielleicht auch nie arbeiten musstest oder so, es gibt ja alles, dann ist es aber hier eine Angelegenheit, für die du sehr viel Arbeit investiert hast. Das kann ja alles Mögliche sein. Es kann auch Energiearbeit sein. Es kann ja auch sein, dass du Gefühle jemandem gegenübergebracht hast. Und das ist ja auch ein Investment. Oder auch Zeit ist ebenfalls ein Investment. Und vor allem sagen hier diese 8 der Münzen in diesem Pocket-Tarot auch aus, dass du hier auch jemand bist, der auch sehr viele Menschen kennt und auch in einem ziemlich stabilen Netzwerk sich auch befindet. Und dieses Netzwerk gibt dir auch so ein bisschen Sicherheit. Und vor allem sehe ich hier auch, hat jetzt das Warten hier auch ein Ende.
Und auch diese Bewusstwerdung von gewissen Werten wird sich jetzt im Februar hier auch für dich auflösen. Aber hier liegt ja auch nochmal die Karte der Warnung. Sei hier halt auch unbedingt achtsam und achte auch auf die Zeichen, ja, die du im Außen bekommst, aber die du auch eben in dir selber spürst. Also, dass du dich auch immer wieder gerne mal fragst, wie geht's mir eigentlich? Oder was löst denn jetzt gerade in dir so ein negatives Gefühl aus? Welche Gedanken sind denn dafür gerade verantwortlich? Ja, für manche ist es ja auch, das höre ich auch in letzter Zeit immer wieder und immer häufiger, dass zum Beispiel Social Media Kanäle für euch einfach nur noch negative Gefühle auslösen, weil man sich hier vergleicht mit anderen, die halt immer ihr wunderschönes, tolles oder ach so tolles Leben auf Insta oder sonst wo posten. Also so, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber dass du hier eben einfach mal genau schaust, was gibt es denn in deinem Leben, wofür du positiv denken könntest oder wofür du eben auch dankbar sein könntest, ja? Weil davon haben nämlich sehr viele Menschen sehr viel, ja? Du selbst hier, lieber Löwe, legst dich hier in der zweiten Reihe energetisch hin. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Also du schwingst hier nicht sehr niedrig und das nehme ich auch so bei dir gar nicht wahr, sondern ich sehe, dass du eben auch in diesem Monat hier eine Chance bekommst. Und wie du siehst, ist das die Chance des Ast der Kelche. Das bedeutet, es geht hier, wie gesagt, ganz klar um deine Gefühle. Und es ist auch echt interessant, weil man könnte diese Zeile jetzt auch so deuten, dass du schon aus einer schwierigen Phase kommst, dass die letzten Wochen oder vielleicht auch Monate für dich in irgendeiner Art und Weise hart waren. Sie waren schwierig, nichts lief so wirklich flüssig, sondern du musstest irgendwie für alles hart kämpfen. Du musstest in alles mehr Zeit, Liebe, Geld investieren als üblich, ja. Also wie so Fallstricke, die sich halt auch immer wieder gezeigt haben. Und auch bei dir, lieber Löwe, liegt hier der Turm, auch sehr nah bei dir. Und das hat sich auch schon bei sehr vielen anderen Sternzeichen im Februar gezeigt, dass eben viele etwas wirklich komplett beendet haben im Januar oder vielleicht auch in diesem Jahreswechsel von 23 auf 24. Und du wirst ebenfalls nochmal im Februar mit diesem Turmoment konfrontiert. Was auch immer das für dich war, frag du dich mal, was hast du hinter dir gelassen? Vielleicht im alten Jahr oder eben auch in den letzten Tagen? Oder wo hast du im Außen eine Nachricht bekommen, die etwas beendet hat, die etwas angekündigt hat oder wo etwas eben in den Verlust ging? Das kann auch etwas mit Behörden zu tun haben und auch mit Behörden hinsichtlich Finanzen. Auch das ist auf jeden Fall möglich. Und weil wir bei dir hier auch die erste Karte, den Storch, haben, kann es hier auch um Immobilien gehen. Also wenn das so ein Thema für dich auch ist, dein häusliches Umfeld, dann wirst du jetzt, weil der Zeitpunkt jetzt für dich im Februar, vor allem in der ersten Februarwoche perfekt ist, hier nochmal mit diesem Thema dich auseinandersetzen und für dich einen neuen Erkenntnisgewinn erlangen. Und vor allem wirst du auch, wenn du in deine Zukunft blickst, hier dir darüber gewahr werden oder es wird für dich eine Erkenntnis sein, dass du sagst, ich muss hier in einem Lebensbereich oder auch ganz generell einen Richtungswechsel vornehmen, weil wenn du weiter so machst wie bisher, dann ist das für dich eine klare Tendenz in Richtung Abwärtsspirale. Auch nochmal hier mit dieser Warnkarte, die hier liegt, ja. Also das solltest du auf jeden Fall wirklich nochmal genau auf die Zeichen achten und auch auf die Zusammenhänge, die sich in dem Kontext, in dieser Situation für dich zeigen, ja. Dann nehme ich hier auch für viele Löwen wahr, dass du gerade ein bisschen eine schwierige Zeit an deinem Arbeitsplatz hast. Oder wenn du selbstständig bist, dann hast du hier irgendwie Probleme, dich hier eben positiv auszurichten. Vielleicht bist du jemand, der super erfolgreich ist, egal ob in der Anstellung oder selbstständig.
Aber es ist, und das weißt du auch, wichtig, dass du eben auch immer wieder dich hoffnungsvoll und positiv ausrichtest, damit eben auch weiterhin diese Fülle besteht. Ich nehme das hier echt so wahr, dass du schon so spirituell bist oder dir so ein Mindset auch angeeignet hast, dass du weißt, wie das Leben so im Groben funktioniert. Vielleicht kennst du ja auch die hermetischen Gesetze oder du lebst nach denen. Aber ich sehe auch, dass dir hier irgendetwas richtig gegen den Strich geht, ja. Das kann eine Routine sein, die sich mit der Zeit so eingependelt hat, auf die du keinen Bock mehr hast, ja. Oder du hast hier auch keine Lust, irgendwelchen Zeitabständen hinterher zu rennen. Vielleicht musst du immer bis zu einem gewissen Punkt etwas fertig haben. Oder du hast in deinem Kalender eine sehr enge Taktung, wo du zum Beispiel, das ist jetzt echt nur ein Beispiel, immer nur eine Stunde für jemanden hast oder für eine Dienstleistung hast. Und du kommst irgendwie gar nicht aus diesem Hamsterrad raus und das nervt dich auch so ein bisschen. Und es macht dich auch traurig, weil ich sehe, lieber Löwe, dass du eine sehr große Sehnsucht im Februar entwickeln wirst oder das vielleicht auch mit dieser Erkenntnis bei dir mit einhergeht, dass du sagst, du würdest dir gerne mehr Freiräume schaffen. Ich sage ja auch immer bei den Weekviews, die ich sonntags hochlade, auch immer noch so astrologische, planetarische Konstellationen. Und hatte euch ja schon gesagt, und auch auf anderen Kanälen ist es euch mit Sicherheit schon aufgefallen, dass wir ja jetzt in das Wassermann-Zeitalter kommen. Und final wird das Ganze dann Mitte November 24 so lange sein. Und dann bleibt der Wassermann 20 oder Pluto dann 20 Jahre im Wassermann, was uns eben auch stark das Thema Sehnsüchte hinsichtlich Freiräumen triggern wird. Und ich sehe genau, dass dieses Thema für dich auch eine Rolle spielt. Einige Löwen denken hier vielleicht auch darüber nach, eine längere Reise zu machen und sind im Februar jetzt dabei, diese Reise zu organisieren. Denn hier gibt es Etappenziele, die du dir setzt, um diese zu erreichen. Und vielleicht ist es aber auch eine längere Reise, wo du erst dahin musst, dann da, da, da. Also auch diese Etappenziele und die muss man ja auch erstmal vorher organisieren. Und da bist du eben ziemlich fleißig dabei. Gleichzeitig macht dich hier aber auch etwas unglücklich oder sehr, sehr traurig. Oder du hast so, ich nehme hier halt einfach eine Energie von Armut wahr oder eben auch von nicht genug haben. Und für viele wird es hier wirklich die Freizeit sein, also dass du einfach keine gute Work-Life-Balance hast, ja, weil du zu viel arbeitest. Und für andere ist es so, dass ich hier sehe, ihr wollt hier raus aus euren Verpflichtungen, aber du fragst dich, wie du das anstellen könntest, ja. Und da ist dir hier einfach noch nicht so wirklich die Lösung gekommen. Ich sehe aber, dass diese Themen, die du im Februar hast, auf jeden Fall schicksalshaft geführt sind und hier auch auf jeden Fall eine sehr wichtige Phase für dich jetzt eintritt, die dir, wie gesagt, auch neue Horizonte so ein bisschen eröffnet, ja. Ich sage extra so ein bisschen, weil das kommt ganz drauf an, wie weit bist du denn bereit, das überhaupt in dein Leben zu lassen. Ich meine, viele Dinge wissen wir. Wir wissen auch, dass es ungesund ist zu rauchen und dass es besser wäre, uns möglichst nur von Obst und Gemüse zu ernähren. Aber wir tun es ja trotzdem nicht, ne? Und so sehe ich das auch hier. Hier gibt es eben Sachen, die du trotzdem tust, obwohl du weißt, dass sie dir nicht gut tun, dass sie vielleicht auch hier noch einen richtig schlimmen Herzschmerz triggern. Indem du zum Beispiel immer noch dort arbeitest, wo du vielleicht mal 10 Jahre mit einem Chef verheiratet warst oder was, ne? Auch solche Themen können hier auch immer mal wieder sich für dich zeigen, dass du hier auch einen Grund hast, auf der Arbeit hier auch einfach traurig zu sein. Und wisse aber, lieber Löwe, dass das schicksalshaft so geführt ist und dass für dich auch der richtige Zeitpunkt kommt, damit du deinen Sehnsüchten näher kommst. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du hier diese Sehnsüchte nicht mehr haben möchtest, dann heißt das von dir aber auch, dass es dir hier auch einiges an Mut abverlangen wird, diese Lebensbereiche dann auch für dich zu ändern. Weil der Richtungswechsel, der liegt hier schon als die erste Karte. Und es ist sozusagen,
Es liegt an dir, was du jetzt daraus machst und vor allem auch, wie schnell das Ganze vorangeht, ja. Was mir richtig gut gefällt, ist hier oben der Buddha neben den 10 der Kelche als Eckkarte. Das ist wirklich eine gute Konstellation, was mir auch zeigt, lieber Löwe, dass du auch selber schon so selbstreflektiert bist und auch genau weißt, dass du gerade in einer Phase bist, die dir nicht wirklich gut tut oder du zum Beispiel gesundheitlich nicht gerade High Level bist oder hier vielleicht auch tatsächlich deine Gedankengänge immer wieder reflektierst und auch immer wieder hier für dich feststellst, dass du hier in negative Gefühle abrutschst oder dass du hier halt immer wieder negativ denkst. Und du bist dir aber dessen gewahr und du versuchst auch selber, diese Gefühle in den Einklang oder in das Gleichgewicht zu bringen, ja. Und das Schöne ist auch, dass du einfach nicht die Vision aufgegeben hast oder den Wunsch nach der absoluten Überfülle in deinen Emotionen. Also du glaubst nach wie vor, trotz deiner gerade ziemlich spektakulären Zeit, sage ich jetzt mal, glaubst du trotzdem daran, dass für dich auch wieder bessere Zeiten kommen, weil du eben auch schon viel erlebt hast. Du legst dich auch hier als der Herrscher ins Blatt. Und auch wenn du jetzt hier als Frau zusiehst, dann bist du die Herrscherin. Und es geht hier darum, dir bewusst zu machen, dass du die Schöpferin und der Schöpfer deines Lebens bist. Und dass du deine Gefühle, und die Gefühle gehen ja immer, resultieren aus unseren Gedanken, dass du dir das auch bewusst machst, dass in dem Moment, wo du negative Gedanken hast, du auch negative Gefühle entwickeln wirst und das wiederum eben genau diese Spirale in Gang setzt. Aber solange du dir dessen bewusst bist, dann schaffst du das auch selber, dich daraus zu ziehen. Und ich nehme hier auch wahr, dass es hier eine Situation gab. Das ist dieser Tourmoment. Das kann vielleicht eine Kündigung vor ein paar Wochen oder Monaten gewesen sein. Oder du hast vielleicht eine Beziehung beendet oder so. Und ich sehe, dass du hier aus einer Phase kommst, wo du wenig Schlaf hattest oder wo du immer wieder nachts wach geworden bist und dann wie gerädert morgens dann aufwachen musstest, ja. Und dieser unruhige Schlaf oder vielleicht auch Albträume, die sich auch hier für dich gezeigt haben, die möchten innere Konflikte in dir nach oben bringen. Hier geht es um alte Glaubenssätze und um alte Denkmuster, die du in deiner Kindheit aufgenommen hast, die immer noch in dir schlummern, aber vor allem auch in deinem Unterbewusstsein schlummern. Und du bekommst jetzt die Chance, diese Glaubenssätze oder diese alten Denkmuster hier eben zu lösen, ja. Und dabei hilft dir diese Chance, die du vielleicht auch durch einen König der Münzen in deinem Leben im Februar gereicht bekommst. Das heißt, entweder ist das ein Mann oder auch eine Frau, die im Erdzeichen zu Hause ist, also Jungfrau Stier Steinbock. Und diese Person versteht es, dich zu lesen. Hier ist sich jemand über deinen Charakter, über deinen Fortschritt hier sehr gewahr. Und hier findet jemand genau die richtigen Worte oder auch Ansätze, um dir wieder klarzumachen, wie wichtig deine Gedanken und deine Gefühle sind in deinem Leben und dass du dich hier auch auf gewisser Weise auch selbst eine lange Zeit auch blockiert hast oder dich auch immer noch sabotierst. Also das nennt man ja dann auch so Selbstsabotageprogramme. Und das Geilste ist, wenn dir das selber bewusst wird, was du unterbewusst die ganze Zeit denkst, ja, und dass du hier eben auch Gedanken hast, die dein Leben negativ sabotieren, ja. Und ich nehme hier auch, was diese Herausforderungen und Probleme angeht, nehme ich wahr, dass es hier auch Verletzungen waren, wo man eben dich einfach hat so im Regen stehen lassen, wo du das Gefühl von Ohnmacht hattest, weil du mit dieser Situation gar nicht wirklich adäquat umgehen konntest in dem Moment oder hier dir eben auch einfach Lösungsansätze gefehlt haben. Also man hat hier wirklich dich bewusst
geschädigt und hat dich mit diesem Schaden einfach hier so zurückgelassen. So nehme ich das hier wahr. Und diese Angelegenheit war für dich so schlimm und die war für dich so prägend, dass du sagst, sowas willst du nie wieder erleben. Und dafür tust du alles. Und dieses alles haben wir hier auch mit dem Hierophant und mit der Zeit nochmal mit dem Hinweis, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich, lieber Löwe, für diesen Erkenntnisgewinn. Und auch, wenn du ein Interesse hast, dich selbst besser reflektieren zu können oder vielleicht auch hier Übungen machst, wie du in deine innere Balance kommst, durch vielleicht Meditation oder eben auch durch Atemübungen und auch durch Gebete, dass du hier nämlich mit deinem höheren Selbst in Verbindung trittst und dadurch dir dann wichtige Dinge hier durchgegeben werden, wie du dich vielleicht besser oder zielgerichteter verhalten kannst, damit hier nicht etwas in dein Leben tritt, was du dir so nie erhofft oder erwartet hast, sondern deswegen bleibe hier unbedingt positiv ausgerichtet. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Und auch weil ich hier so eine starke Stierenergie auch wahrnehme, mir fällt auch gerade jetzt hier ein, ich meine auch beim Stier sowas Ähnliches gesagt zu haben. Lieber Löwe, in dir wird in der dritten oder vierten Februarwoche auch so dieses Gefühl nach oben kommen, wie als würdest du ausbluten. Also es fehlt dir an Kraft und Energie. Das ist das, was ich so wahrnehme. Und das liegt jetzt nicht daran, dass du nicht genug Blut hast oder dass das hier, dass dieses Ausbluten jetzt hier das richtige Wort wäre. Aber es ist so, wie als hättest du immer das Gefühl, mehr in Dinge oder in Situationen und Beziehungen zu investieren als jeder andere. Also wie als würde nie das zurückkommen, was du in diese Beziehungen oder Situationen hineingibst. Und hier, lieber Löwe, liegt auch ein bisschen so dein Thema, was hier vielleicht auch mit diesen Herausforderungen zu tun haben kann. Ich sage das jetzt extra so, weil ich ja auch möchte, dass ihr euch ja auch selber Gedanken darüber macht und weil ich euch auch diese Erkenntnisgewinne auch nicht nehmen will, weil diese Aha-Momente, die sind manchmal einfach so geil und das ist das, was uns auch so, also was mich persönlich auch so im Leben manchmal so umklatscht, wo ich mir immer denke, so, hey, wieso fällt mir das jetzt erst ein, ja? Oder wieso habe ich da vorher noch nie so drüber gedacht, ne? Deswegen will ich da nicht zu viel dazu sagen, aber ich kann dir nur eins sagen, auch nochmal mit dem Schmetterling und auch mit dem Hinweis von dem Herrscher und der Herrscherin, dass das schicksalshaft so geführt ist, dass du jetzt gerade vielleicht in so einem Down bist, aber auch, damit du dich da selber rausziehst und alles in Bewegung setzt, damit du deine Sehnsüchte jetzt endlich lebst. Weil, lieber Löwe, mach dir mal bewusst, wie kurz das Leben eigentlich ist. Und wenn du jetzt hier meinen Kanal siehst, dann bist du ja mal locker schon 18. Ja, wenn nicht sogar noch weit, weit darüber hinaus. Ja, und dann rechne dir mal aus, wie viel potenzielle Jahre du denn eigentlich noch hast, ja? Und mach dir dann mal bewusst, ob es dann nicht vielleicht doch an der Zeit wäre, deine Sehnsüchte, deine Wünsche und Visionen von einem balancierten Leben auch jetzt umzusetzen. Weil worauf wartest du? Hoffentlich nicht wie 85% der Menschheit auf den nächsten Jahresurlaub oder auf den nächsten oder bis du endlich in Rente gehen kannst, sondern deine Flügel sind ja jetzt schon trocken. Du bist schon durch den schlimmsten Sterbewerteprozess gegangen. Du könntest theoretisch jetzt auch schon sagen, du hast genug Güter, du hast genug Werte, du hast genug Wissen, Skills, Kohle oder was auch immer, um eigentlich das umzusetzen, was du möchtest. Also frag dich mal, was hindert dich denn jetzt eigentlich noch daran, das umzusetzen? Ja? Okay, dann nehme ich hier noch wahr, dass du hier eine wichtige Einladung wahrnehmen wirst im Februar,
Für die meisten wird es Ende der zweiten bis Anfang der dritten Februarwoche der Fall sein. Und diese Einladung ist sehr, sehr wichtig für dich. Und ich würde dir hier auch unbedingt raten, dahin zu gehen, weil hier kommt entweder ein neuer Mensch in dein Leben oder hier entwickelt sich eine Situation völlig magisch, weil das Ganze so von oben orchestriert ist. Ja, also du triffst hier auf die richtige helfende Hand oder du triffst hier auf den richtigen Mensch, der dir Ratschläge in deiner Position geben kann. Ja, vielleicht triffst du ja auch, das ist jetzt auch nur ein Beispiel beim Einkaufen, deinen neuen Yogalehrer oder so. Ne? Das jetzt mal nur so als Beispiel, weil wir ja auch hier nochmal die Waagschalen hier im Outcome haben mit 8 der Münzen. Also dein Investment, dein Fleiß wird jetzt hier belohnt. Du hast sehr lange auch, wie gesagt, auf etwas gewartet, vielleicht hast du auch auf viel verzichtet. Vielleicht ist auch das so dieses Gefühl des Ausbluten, ne, dass du halt auf Partys verzichtet hast oder auf andere Sachen, dir irgendwas Schönes zu kaufen oder so. Aber jetzt ist diese Phase vorüber. Jetzt wäre es für dich nur noch wichtig, in den letzten Zügen, bevor die 3D-Ebene dann nachzieht, dass du hier dir das nochmal bewusst machst, was für einen extremen Wachstum du hinter dir hast und dass du jetzt darauf achten solltest, dass du deine Gedanken unter Kontrolle bringst, damit hier nicht zu viel negative Gedanken deinen Raum einnehmen und sich dadurch etwas verschlechtert. Oder eine Sache, die du dir eigentlich schon positiv manifestiert hast, sich jetzt hier ins Gegenteil verkehrt. Ja, das wäre wirklich so Worst Case. Ja, okay, lieber Löwe, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung weiterhelfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann unterstützt du meinen Kanal am meisten, wenn du mir einfach einen Daumen nach oben da lässt. Da wirst du dir auf jeden Fall keinen Zacken aus der Krone brechen. Und falls du meinen Kanal immer noch nicht kostenlos abonniert hast, dann kannst du dies jetzt hier in der Mitte unter anderem tun. Und wenn du da dann noch auf die Glocke aktivieren gehst, so wirst du auch über jedes neue Video, welches ich hochlade, informiert. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Februar. Alles Liebe. Namaste.